Bevor ich euch nun erkläre, was im letzten Livestream abgegangen ist, sage ich euch vorab, dass ich dieses Mal keine Kanalnamen nenne oder allgemeinen Namen der Person bzw. YouTube-Namen, die mit der ganzen Aktion in Verbindung stehen, weil ich der Sache nicht noch mehr Bühne geben möchte, als wir ohnehin schon getan haben. Ich ignoriere stumpfe, inhaltlose Hater ohne tiefere Message zu gern, weil das in den meisten Fällen sowieso immer mehr Zeitverschwendung ist als alles andere. Aber heute muss ich zum letzten Livestream einfach ein Statement setzen, weil das Ganze einfach ein Stück zu weit ging und die Leute, die mir wirklich wichtig sind und auf deren Meinung ich nicht pfeife, ein Ausrufezeichen in diese Richtung verdient haben, um einfach auch zu sehen, dass ich bestimmte Sachen nicht so hinnehme oder toleriere. Es hat alles angefangen mit einem Kommentar, den ich auf einem Kanal hinterlassen habe, der es sich irgendwie zur Hobby-Lebensaufgabe macht, gegen andere Leute zu schießen. Was so ziemlich auch der einzige Content auf dem Kanal ist. Das hat doch irgendwie ein bisschen was von React, wenn wir schon mal beim Thema sind. Darauf bin ich kritisch eingegangen und habe zugegeben etwas forsch Werbung für mein Video gemacht, was zum selben Thema, also React, passt. In diesem Kommentar sind keine persönlichen Beleidigungen vorgekommen oder sonst irgendwelche Sätze, die jemanden verletzen könnten. Aber das veranlasste diesen, nennen wir es jetzt mal Kanal, direkt dazu ein Video über mich zu machen. Ohne natürlich mich vorher zu kontaktieren und eventuelle Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Was besonders witzig ist in dem Fall, weil genau diese Person sich bei mir auch beschwert hat, dass ich doch Dinge nicht persönlich, sondern über ein Video klären möchte, als ich die Ansage zu diesem Video hier gemacht habe. Alles klar. Und auch wenn es mir schwer fiel, ein knapp 30 Minuten Video abzuchecken, was zum größten Teil nur stumpfes Gelaber auf einem Standbild war, versuche ich nur für euch dieses konstruktive Video einmal in Highlights zusammenzufassen. Also eigentlich total belangloser Typ. Aber was ist denn das für eine Pfeife, Mann? Was ist denn das für eine absolute Crackpfeife? Und ich gehe da eigentlich überhaupt gar nicht drauf ein. Ich lass den unkommentiert, weil der Typ eigentlich für mich eine Witzfigur ist. Immer dieses... Das ist einfach so eine YouTube-Fotze. Was eine Fotze mit Bart. Hurensohn. Ja, das hast du jetzt gesagt. Schon witzig, dass gerade der Ersteller des Videos, wessen Stimme auch zu 90% in diesem Video vorkommt, in einem persönlichen Gespräch mit mir, was später stattfand, worauf wir gleich zu sprechen kommen, mehrfach beteuerte, er sei doch nur sachlich mir gegenüber gewesen und er hätte doch Interesse an einem vernünftigen Gespräch. Dann aber solche Äußerungen in seinem Video vorkommen, was ein paar Stunden vorher hochgeladen wurde. Es tut mir leid, aber genau ab diesem Punkt kann man doch eigentlich keine Person mehr ernst nehmen, welche offensichtlich die Grundlage einer vernünftigen, respektvollen Kommunikation fehlt. Insgesamt gab es viele Kommentare und auch einige Privatnachrichten an mich selbst über das React-Video, was ich wiederum hochgeladen habe, also dieses Skype-Telefonat mit Justine. Welche zum größten Teil eigentlich nur aus seiner Troll-Community bestanden. Also belanglose Sachen wie, der Schnitt war schlecht, der Sound war schlecht, da war die Taskleiste zu sehen, oh mein Gott! Und überhaupt war null Sarkasmus in diesem Video zu sehen, es war überhaupt nicht witzig! Das muss purer Ernst von ihm gewesen sein! Und überhaupt gibt es keine neuen Infos über React! Wir lechzen doch nach neuen Infos über React und er liefert uns einfach keine! Wie kann man nur versprechen, dass man die krassesten und heißesten Infos hat? Und dann hat man sie nicht in meinen Augen! Witzig war dabei eigentlich, dass ich nie behauptet habe, diesen Typen persönlich zu kennen oder besser zu kennen als andere Leute. Und wen juckt's überhaupt? Habe ich jemals lupenreinen Journalismus auf meinem Kanal versprochen? Kann es vielleicht sein, dass ich mich einfach nur im Rahmen des überspitzten Humors über eine Person, welche eine Rolle für YouTube spielt, lustig gemacht habe? Ach, wie schön es doch ist, wenn jeder sich sein eigenes Urteil bilden kann und jeder hineininterpretieren kann, was er möchte. Darf er das? Also, im Umkehrschluss, es gab viel Gemecker. Und dennoch schaut man sich meine Videos akribisch, genauestens an und gibt sich so viel Mühe, die krassesten Theorien über meine Videos und meine Person aufzustellen, als sei ich der interessanteste Promi, den es gibt, und schickt mir teilweise übelste Romane. Aber, versteht mich nicht falsch, ich schätze das Ganze dennoch, wobei ich mir jetzt einfach mal erlaube, mich bei einem sehr beliebten Zitat zu bedienen. Ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit.
Das Beste kommt aber noch, denn mir wurde natürlich auch noch Pädophilie vorgeworfen. Weil es scheinbar ein paar Menschen gibt, welchen diverse Teile des Großhirns zu fehlen scheinen. Um den Zusammenhang verstehen zu können, warum ich mich über den Mini-Penis dieses YouTubers lustig gemacht habe. Ist es nicht völlig Wurst, wenn ich mich über eine Person lustig mache, die in der Öffentlichkeit steht, obwohl sie 16 ist? Wenn doch deutlich klar ist, dass ich mich auf Aussagen beziehe, die er wiederum öffentlich tätigt. Mit dem Ziel, genau darauf zu provozieren. Warum Banana Gang? Ganz einfach, weil ich die längste Banane der Welt habe. Auch bei der Aussage von Justine in unserem Skype-Telefonat, er sei doch noch Jungfrau, musste ich selbstverständlich ebenfalls darüber lachen. Weil er natürlich auch in diesem Zusammenhang sehr viele Aussagen getätigt hat, wie wir alle wissen, dass er doch alles und jeden verwöhnt. Fuck the hate, das bin einfach die Nummer 1 auf der Skala, Alter, ganz ehrlich. Haut rein, f*** euch ins Knie. Peace. Aber auch das könnte man natürlich mit beschränktem Horizont fehldeuten und denken, ich mache mich doch einfach nur über den Fakt lustig, dass er als 16-Jähriger noch Jungfrau ist. Nochmal etwas deutlicher. Es ist witzig, wenn man sich im Internet als der Oberf*** darstellt und es dann aber nicht ist. Und ist das nicht eigentlich völlig altersunabhängig? Im Gegenteil, respektiere ich es sogar, wenn man sich im jungen Alter Zeit lässt dafür. Denn auch ich, und da bin ich rückblickend sowas von stolz drauf, hatte erst mit 17 Jahren mein erstes Mal, meine Freunde. Aber die Rolle des Oberpimps sollte man dann eben in diesem Fall einfach nicht spielen. Und glücklicherweise gab es ja ein paar hunderte bis tausend Leute, die in der Lage waren, das zu verstehen, im Vergleich zu dem nicht mal Dutzend Leute. Und jetzt kommen wir zum Hauptthema des Videos. Sonntag auf Montag, quasi in der Nacht, hatte ich einen Livestream Chatroulette versprochen und den natürlich auch durchgezogen. Während meines Livestreams kam es auf der Community Discord App, welche ich ja ständig bewerbe auf meinem Kanal, kam es zu einem kleinen Raid aus schätzungsweise, ich sag mal, 10 bis 15 Leuten. Und die haben nicht viel Zeit verstreichen lassen, um ganz offensichtlich klarzumachen, was sie von mir und meiner Community halten. Das ging mit stumpfen Beleidigungen in meine Richtung und natürlich auch in die Richtung meiner Community, sowie auch persönlichen Angriffen und Privatnachrichten an genau diese Community los. Und der Oberkracher waren dann die rechtsradikalen und sogar gewaltverherrlichenden Inhalte und Kommentare, die da noch reingehauen haben. Ja, und nach folgte genau derselbe Shitstorm auch in meinem Livestream, weil ich war ja nicht am Handy und habe das auf Discord nicht mitbekommen. Und da sah es dann im Chat genauso aus. Wenig später höre ich persönlich über mein Telefon, weil ich anrufe und Sprachnachrichten bekommen habe, dass in einem meiner Sprachräume, beziehungsweise in beiden der Sprachräume, ein ähnliches Bild vonstatten ging, wo es dann aber eigentlich nur Beleidigungen in meine Richtung waren. Ja, die Mods haben dann natürlich versucht, die meisten Nachrichten davon zu löschen und irgendwann auch in meinem Livestream wurde das einfach so viel, dass es mir so hart auf die Nerven ging, sodass ich angekündigt habe, es wird jetzt eine Voice-Chat geben, ich komme in diesen Sprachraum und dann möchte ich doch mal wissen, was die Jungs mir zu erzählen haben, die da so einen Aufriss machen. Ja, und wie kann man das Ganze zusammenfassen? Also der Kopf dieser kleinen Troll-Gang war schon sehr bemüht, einen sachlichen, vernünftigen Eindruck zu hinterlassen. Da ging es dann darum, warum ich vorher ankündige auf diversen anderen Kanälen, die das Thema React beschäftigen, dass mein Video so überkrass wird und dann finden die einfach nicht, dass dieses Video überkrass wird. Und ich versuchte irgendwie rauszufinden, warum es notwendig sein müsste, mir jetzt diese Meinung aufzudrücken, obwohl ich und viele andere Leute, die dieses Video als positiv bewertet und sogar kommentiert haben, eine andere Meinung haben. Kann es also sein, dass es einfach Leute mit verschiedenen Geschmäckern gibt? Dann wurde mir natürlich im gleichen Zug vorgeworfen, ich mache doch auf Riesen-YouTuber. Und oh, Überraschung, ich habe niemals erwähnt, dass ich mich als Riesen-YouTuber sehe. Aber ich kann mit voller Stolz und Zufriedenheit behaupten, dass ich ein besserer YouTuber bin als all diese kleinen Popel, die mit dieser Aktion zu tun hatten. Darf er das? Und dann wurde auch sehr oft deutlich, dass die Personen, die sich eigentlich auch über React so oft in ihren Videos aufgeregt haben, er würde sich doch nur am Hate hochziehen. Nur Videos raushauen, wo sie sich am Hate hochziehen. Wodurch wir auch direkt den Grund sehen, warum all diese Leute so extrem bemüht sind, anonym zu bleiben. Könnte es sein, dass man da ein bisschen Schiss hat, wenn man so viele Leute ständig angreift? Und die Leute, dessen Telefonnummern und Adressen ihr da teilweise geleakt habt, irgendwann solchen Shit über euch rausfinden? Ich selbst bin zwar der Meinung, dass man, wenn man so eine Scheiße macht, auch sein Gesicht zeigen sollte oder es einfach sein lassen sollte. Da wundert es natürlich im gleichen Zug nicht, dass die meisten der angesprochenen Leute, die da in diesen Videos gedisst werden, besiegt und auseinandergenommen werden, einfach nicht darauf eingehen, weil eben die meisten YouTuber, die größer sind, und das ist ja bei der kleinen Popelreichweite auch nicht schwer, anonyme Internet-Rambos generell wenig ernst genommen werden, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und dann haben die Leute mich noch mit Kanälen wie Bibi und Leon verglichen. Und ich schätze, im Hinblick auf Reichweite und Erfolg kann man das als Kompliment sehen, oder?
Mir war natürlich vorher klar, dass man mit den Leuten nicht vernünftig reden kann, bei dem, was ich da im Chat von meinem Livestream mitbekommen habe und natürlich auch über diese ganze Discord-Geschichte. Aber natürlich wurde das Ganze, als ich es dann angesprochen habe, als kleiner Test deklariert. Ladies and Gentlemen, so verkauft man heutzutage stumpfes und niveauloses Trollen. Ich bitte um Standing Ovations. Ja, und natürlich hat sich der Typ, der hauptsächlich in diesem Discord-Raum mit mir gesprochen hat, von sämtlichen unsachlichen Äußerungen distanziert, was im Nachhinein natürlich wieder eine witzige Angelegenheit war, wenn man dann gesehen hat, als ich die Zeit endlich dazu hatte, mal diesen Chat durchzugehen, der da vorher passiert ist, ohne meine Anwesenheit. Und dass er natürlich auch selbst der Grund war, warum diese ganzen Leute überhaupt in den Server reingekommen sind. Und da war von Sachlichkeit nicht so viel zu sehen. Ja, und während unseres Gespräches kamen dann auch diverse Zwischenrufe, die zu genau diesem Thema auch gepasst haben. Ja, das war ich. Hätte ich jetzt geblockt dafür. Ja, wenn ich wüsste, wer es ist. Ja, weil er eine kleine linke Fotze ist. Deswegen blockt er alle Leute dafür. Der kleine Hugo. Kleine Missgeburt. Kleine Fotzen für Geschiss, Alter. Boah, kannst du, kriegst du noch einen normalen Satz hin? Kriegst du auch einen normalen Satz hin? Oder willst du nur so tun, als wärst du krass? Es ist gut, eloquent seinen Standpunkt zu vertreten. Und das kann man alles üben und lernen. Und manche schienen da irgendwie was verwechselt zu haben oder waren teilweise so auf dieser ganzen React-Geschichte, um die es ja hauptsächlich ging, hängen geblieben, dass sie dachten, mich erschrecken zu können, wenn sie meinen vollständigen Namen oder den Namen meiner Arbeit in Erfahrung gebracht haben. Beide Sachen, die ich nicht hätte öffentlicher posten können, also warum sollte mich das nochmal stören jetzt? Sogar Drohung, man würde mich dort und dort besuchen kommen, so. Oh mein Gott, ey, sorry, da muss ich echt kurz lachen. Und man möchte doch im Kollektiv meinen Livestream melden, weil ich gerade dieses ganze Discord-Gespräch aufzeichne bzw. livestreame und sie ihre Zustimmung zu dem Ganzen ja nicht gaben. Ja, auch das brachte einige unter uns zum Lachen. Wussten sie doch ganz eindeutig, dass ich streame, weil genau diese Aufforderung, die sie mir im Livestream wiederum gegeben habe, ich soll bitte in diesen Sprachchat kommen, ja, von genau den Leuten kam. Und einer von ihnen, als ich diesem Sprachchat beigetreten bin, den Personen noch sagte, was in meinem Livestream passiert ist und was ich gesagt habe. Man soll sich ordentlich artikulieren, hat er eben gesagt im Stream. Allah, Allah. Wenn das nicht geht, wird man gekippt. Wozu unter anderem ja dann auch dieser Satz hier zählte. Jo, Digga, ich hab mir was gedacht. So. Weil die Leute wollen ihre Aufmerksamkeit. Ich finde, man kann das denen ruhig mal kurz geben. Kann ruhig mal mit denen reden, mal gucken, ob die noch irgendwas hinkriegen, so ein paar Sätze zu bilden. Was ich zwar nicht glaube, so bei dem kindlichen Eindruck, den die da hinterlassen haben. Aber mach die mal auf, die Channel, und dann machen wir mal ein kurzes Gespräch mit den Leuten. Können wir hier im Stream machen, können sie uns alle mal zeigen, wie krass eloquent sie sind. Diese Scheinheiligkeit und der fehlende Mumm, dass man sich mit solchen Obszönitäten artikulieren muss, die da vorgefallen sind, regte mich schließlich so extrem auf. Ich bin temperamentvoll und nach gewisser Zeit, wenn man mich an den richtigen Stellen triggert, auch sehr aufbrausend. Ich habe nur ein Problem damit, wenn irgendwelche Spastis in den Server kommen, versuchen dicke Eier zu zeigen, zu beleidigen, auf der Straße, Alter, würden die Hälfte der Leute, würden nicht mal einen Mund aufkriegen, und das weißt du auch. Gibt es jetzt noch irgendwas Vernünftiges, was ihr raushauen könnt, oder kriegt das nur hin mit Beleidigungen, also, um euch zu schmeißen, wie 10-jährige Kinder? Auge sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, wo der Bart stark getriggert ist und für mich ist der Besiegmann, der kann einfach gar nichts mehr, übelst, der kann keine Kritik annehmen. Übelst, ja. Sorry, weil ihr keine Kritik bringt, das ist das Problem, weil ihr es nicht hinkriegt, was Normales zu erzählen. Guckt es euch an, Alter, kriegen es nicht auf die Reihe, wollen hier auf cool machen, oh, bleibt doch cool, bla bla, und kriegen selber nicht hin, Alter. Was seid denn ihr für Kinder? Ja, du alles mit Likes. Na, weil es ein Argument ist. Ihr erzählt mir, ihr feiert das Video nicht. Es gibt 100, die es feiern, verdammt. Das ist das Problem. Gib doch einfach mal was zu. Ich schrei dir gerne in die Ohren, Alter. Weil ich weiß, dass es dir auf den Sack geht. Genau deswegen, weil du mir auch auf den Sack gehst mit sowas. Ja, ich bin auf jeden Fall größer als du. Das ist das Problem, was du hast. Da könnt ihr euch 100 mal totlachen. Ihr seid hier. Ihr seid hier und zeigt mir, dass ich keine Null bin, weil ihr mir Aufmerksamkeit schenkt. Eine meiner größten Schwächen ist definitiv der Punkt, wenn ich bemerke, dass ich gerade meine Zeit so hart verschwende. Und die zweite, noch viel schlimmere Sache für mich, war der fehlende Respekt einer fremden, erwachsenen Person gegenüber, was diese Halbstarken ja offensichtlich nicht zu sein schienen. Und vor allem der Umgang mit meinen Mitgliedern, um noch genauer zu sein, mit den weiblichen Mitgliedern meines Discord-Channels.
Und da finde ich es rotzfrech und zackendreist, dass eine oder maximal zwei Personen von diesen 10 bis 15 geschätzten Leuten so tun wollen, als ob die mit diesem Sauhaufen nicht zusammengehören. Ja, im Endeffekt, und das habe ich ja dann auch im Livestream gesagt, als das ganze Gespräch vorbei war, bin ich natürlich selbst schuld, dass ich der ganzen Sache überhaupt eine Plattform gegeben habe. So, springen wir nochmal ganz kurz zurück zum Anfang und zum Anlass dieser ganzen Geschichte, welcher jetzt einfach noch lächerlicher wirkt, wenn man sich das alles mal Revue passieren lässt. Die Art der Werbung, die ich in meinem Kommentar eingefügt habe, man kann das Ganze ignorieren, man kann das Ganze löschen, man kann sogar den Verfasser des Kommentars daran hindern, weitere Kommentare zu schreiben und vom Kanal sperren bzw. bannen. Aber diesen Verfasser des Kommentars dann privat belästigen zu wollen, auf diversen anderen Plattformen voll zu spammen, andere Leute, die damit überhaupt nichts zu tun haben, zu beleidigen oder sogar noch zu drohen, das ist für mich an Unverhältnismäßigkeiten nicht zu übertreffen und für mich einfach nicht nachzuvollziehen. Man muss sich also jetzt die Frage stellen, warum man überhaupt so etwas Niveauloses macht. Es könnte zuallererst Langeweile sein. Man trollt eben gerne im Internet, weil man im wahren Leben nicht so viel zu melden hat. Was wiederum das Anonyme erklären würde. Eventuell hat man sich persönlich verletzt gefühlt durch meinen Kommentar. Welcher Punkt auch immer in meinem Kommentar dazu rühren könnte, dass man sich seiner Menschenwürde verletzt fühlt. Vielleicht fühlt man sich auch einfach bedroht durch meine bessere Reichweite oder durch meine ständig wachsende Community. Oder man ist vielleicht einfach nicht die hellste Leuchte im Straßenverkehr und redet sich ein, dass dieses obszöne, belästigende Verhalten nur konstruktive Kritik sei. Aber vielleicht sollte man eine ganz andere Frage stellen. Denn warum überhaupt haben Leute Zeit, von Sonntag auf Montag, 1 Uhr nachts, solche Aktionen zu bringen? Gestern habe ich selbstständig mein zuletzt veröffentlichtes Video über unseren geliebten React gelöscht. Und da ging es nicht darum, dass ich vielleicht fand, dass das Video zu weit ging, dass es gestrikt wurde. Und auch nicht, weil ich selbst eingesehen habe, dass dieses Video so schlecht ist, nachdem mir 3-4 Leute gesagt haben, Alex, du musst das Video schlecht finden, was du da gemacht hast. Sondern weil ich bemerkt habe, dass dieser ganze Hate und dieses ganze Aufwirbeln für Justine doch eine größere Rolle spielt, als ich es vorerst dachte. Sie sich erneut einem solchen Druck ausgesetzt gefühlt hat, weil sie eben einfach eine Person ist, die nicht so einfach über den ganzen Hate stehen kann. So, und das muss man dann einfach akzeptieren und da bin ich auch kein Unmensch und auch wenn ich das Video cool fand und das gerne oben gelassen hätte, ist es mir definitiv nicht wert, dieses Video oben zu lassen, wenn sie darunter leiden muss. Auf der anderen Seite denke ich jetzt einfach auch, dass wir unseren Spaß mit React hatten und mir zu diesem Zeitpunkt einfach nicht vorstellen kann, ihm nochmal zum Thema unsere Videos zu machen. Es gibt in nächster Zeit so viele Projekte und vor allem so große Projekte, dass wir wohl früher oder später den Fokus sowieso auf eine ganz andere Richtung hätten legen müssen. Und ich nehme den ganzen armen kleinen Kanälen nicht mehr die Klicks weg, die daraufhin meinen Tod wünschen und sämtliche Mitglieder meiner Community vergewohlschlüpfern wollen. Ich möchte an dieser Stelle einfach nochmal betonen, dass nicht der Eindruck entstehen soll, ich nehme mir lieber Zeit für offensichtliche Trolls und kleine Jungs mit großer Klappe im Schutz der Anonymität. Und ich kann auch absolut verstehen, dass viele von euch extrem enttäuscht waren, dass ich lieber solchen kleinen Lichtern Aufmerksamkeit schenke als treuen Zuschauern. Genau aus dem Grund habe ich dieses Mal Konsequenzen aus der ganzen Sache gezogen, die ich normalerweise nicht draus ziehe. Ihr wisst, dass ich Hate ganz gern benutze, um unterhaltsame Videos daraus zu schnippeln und es bisher auch keine Gründe für mich gab, diverse Kommentare zu löschen oder Leute sogar von meinem Kanal blockieren zu müssen. Aber da in diesem Fall so extrem gegen unsere Community-Richtlinien verstoßen wurde, auch im privaten Bereich, gilt hier für mich eine absolute Ausnahme, weshalb ich alle involvierten Personen in dieser Geschichte von meinem Kanal in dieser Gegenwart und auch in Zukunft fernhalten möchte. Dass die als einziges Mittel jetzt plötzlich darin sehen, meine Videos zu disliken seit gestern, geht für mich völlig in Ordnung. Zumal das meinen YouTube-Traffic auch verbessert mit jedem Klick, der damit einhergeht. Auch die Werbung und Erwähnung meines Namens sei gegönnt. Obwohl es dann wieder schade ist, dass die Leute ja keine Reichweite haben. Und abschließend muss ich allen Moderatoren und alle Leute, die im Discord irgendwie versucht haben, der ganzen Sache Herr der Lage zu werden, persönlich einmal danken, was ihr da ausgehalten habt, wie cool ihr geblieben seid und wahre Größe gezeigt habt und euch nicht auf dieses Niveau herabgelassen habt. Bin extrem stolz auf diesen Rückhalt, den ich mit dieser Community hab, Leute. Das kann ich nicht oft genug sagen. Man merkt einfach immer wieder den Altersdurchschnitt und die Reife dieser Community. Und ich werde mir jetzt endlich die Zeit nehmen, um mal ein vernünftiges Abo-Special zu planen und vielleicht sogar schon unser erstes Treffen zu organisieren. Vielleicht sogar schon zur diesjährigen Gamescom.